Hallo, meine lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei der 31. Folge von Newcomer TV hier aus diesem wunderschönen Newcomer Studio mitten im Taunus, verborgen zwischen Schluchten und kleinen Bergen. Es ist Herbst und ich bin hier hochgefahren, hier rausgefahren, sozusagen direkt aus Frankfurt City. Einsame, nebelverhangene Straßen, Herbst eben und das Laub fällt, es ist bunt und ich habe unglaublich viel schöne Musik mitgebracht, und zwar zwei Bands aus Darmstadt. Ich möchte beginnen mit einer Band, die nicht nur aus Darmstadt kommt, sondern auch Mitglieder aus dem wunderschönen Kolumbien in sich, absorbiert oder aufgenommen hat. Und sie machen eine Art deutschsprachigen Heavy Rock. Und wir haben die Band aufgezeichnet im März in der Musikhalle Portstraße. Gut, März ist schon ein bisschen her, aber wir sind ja auf vielen Bühnen, auf vielen Straßen für euch unterwegs. Und da kann es schon mal etwas länger dauern, bis eine Band dann letztendlich in die jeweilige Sendung kommt. Heute auf jeden Fall die Jungs von Zimmer 17, die deutschsprachige Texte machen, die natürlich direkt aus dem Leben kommen. Und es war ein wahnsinniges Konzert. Viele Menschen, die sich drängten an den Stufen der Musikhalle Portstraße. Jetzt ein Blick von euch in dieses Konzert hinein. Und natürlich, das darf auf gar keinen Fall fehlen, ein kleines Interview mit den Jungs, damit ihr sie auch kennenlernt. Deswegen jetzt viel Spaß für euch mit Zimmer 17. Bei mir auf dem Sofa sitzen der Dennis, der Philippe, der Juan und der Martin. Hallöchen, hallo. Du bist bestimmt der Juan. Fast, nein. Juan ist der Juan oder Juan? Juan. Und ihr seid alle multikulturell, das heißt, ihr kommt aus allen Teilen der Welt, oder wie ist das bei euch? Hängt das in der Band zusammen? Naja, fast. Ich bin der Einzige, also ich komme aus Kolumbien, dann alle sind hier Deutsche. Und Philippe, naja. Philippe, was bist du? Ja, also ich bin gebürtiger Frankfurter, aber ich bin Passösterreicher. Passösterreicher? Ja, ist ein bisschen komplizierter bei mir. Nein, ja. Aber Österreich ist auf jeden Fall auch multikulturell. Ja, ja. Also ich habe jetzt die Bräune auch nicht aus Österreich bekommen. Von den Roots her, österreichische Volksmusik, liegt dir im Blut oder stehst du eher auf härtere Sachen? Ja, solange es 7/8-Takte sind, ist okay. Nämlich auch Volksmusik, ja. Du bist so ein richtiger Frickel-Fan? Ja, es darf auch mal gerade sein. Ja, ist unterschiedlich. Aber es darf auch mal ein bisschen experimenteller sein, generell, ja. Wie ist denn das überhaupt passiert? Zimmer 17, ihr habt euch noch nicht so lange kennengelernt. Ich glaube, 1-2 Jahre gibt es euch. Genau, uns gibt es fast 3 Jahre jetzt mittlerweile. Ist quasi entstanden über das Internet, und dann haben wir angefangen, nach und nach die Leute zusammenzusuchen. Also ich kam als Vierter in die Band und den Abschluss hat dann Juan gebildet, weil wir verzweifelt auf der Suche nach dem Bass waren. Ich laufe los, ich weiß nicht, wohin es geht, ganz egal. Ich lass mich treiben, vorhin, fort von hier. Die Jahre gehen und täglich grüßt das Murmeltier. Es lacht mich an und sagt mir, nie wirst du haben, was du bist. Ich bin ein Rad in dem System, das sich selbst reproduziert. Alle Träume routiniert, sabotiert. Und den Rokami hört, ich laufe los. Ich weiß nicht, wohin es geht, ganz egal. Ich lass mich treiben. Aus erster die Monotonie des Systems, dass man den Alltag nimmt, dass du Alltag nimmst. Kommunikation, 1000 Likes, messwillig Geschwindigkeit. Ich sitz daheim, frag mich, sind wir total isoliert. Synchronisiert mit Avenir, niemand reißt sich einfach los vom gesellschaftlichen Sinn.
Es gibt ja unterschiedliche Gründe, weswegen man eine Band macht. Also die einen, um Geld zu verdienen, die anderen, weil sie sagen, zu Hause ist so langweilig. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, ich bin so voll mit irgendwelchen Aggressionen und so. Und die Band ist genau das Richtige, damit ich einfach ein bisschen ruhiger nach Hause gehen kann nach einer anstrengenden Probe. Was ist deine Motivation, bei Zimmer 17 zu spielen? Generell muss ich sagen, wer einmal auf der Bühne gestanden und selber Musik gemacht hat, also für mich geht es definitiv immer darum, auf einer Bühne zu stehen und irgendwie für Leute zu spielen und das, was mir Musik gibt oder was mir Spaß macht an der Musik, irgendwie weiterzugeben. Und im Idealfall gibt es dann im Publikum Leute, denen macht das auch Spaß, was wir machen. Also ich bin ein Mensch, der für Live-Spielen zur Gitarre gegriffen hat. Was ist deine Motivation? Möchtest du den Leuten deine Seele in Form von Texten offenbaren oder möchtest du sie einfach nur zum Tanzen bringen? Zum gewissen Grad haben die Texte, die Lieder, die wir schreiben, die ich schreibe, immer irgendwas, was einen bewegt. In erster Linie geht es mir aber eher darum, Spaß dabei zu haben. Nicht jeder Text muss jetzt unfassbar von Herzen kommen oder tiefgründig sein. Aber die Melodie muss einen mitreißen, es muss im Ohr bleiben und mit eigenen Songs hat man die Möglichkeit, der Kreativität freien Lauf zu lassen und das Ganze dann noch anderen Leuten zu präsentieren, gemeinsam mit so netten Bandmitgliedern und sicher sein.
in der Nacht bin ich voll. Der Nase ist der Tag an mein Tag. Ich schwöre in Unendlichkeit bin ich voll. Der Nase ist der Tag an mein Tag. Ich schwöre. Wie produziert ihr denn? Also jetzt, so wie ich das jetzt mir vorstellen kann, geht ihr wegen einem einzigen Song ins Studio oder nehmt ihr komplett bei euch im Proberaum auf? Ja, wir haben einen guten Freund, der mit uns die Songs aufgenommen hat, der das auch sehr, sehr gut beherrscht und da kommen die Songs her. Wir haben die nicht alle auf einmal veröffentlicht, aber im Prinzip alle in derselben Phase aufgenommen. Also das heißt, es gibt schon jetzt so 10 Stück und ihr könnt dann immer so mal einen nachstecken. Das ist jetzt der letzte, der kommt. Also. Und wie war es für euch? Ziemlich durchgerüttelt. Ich jedenfalls konnte kaum hier auf mein wunderbares Sofa sitzen. Die Jungs von Zimmer 17. Ich meine, es klingt ein bisschen wie die Adresse eines schummrigen Hotels, aber es ist viel mehr, weil es ist einfach kuschelige Kommunikation. Man möchte die Band kennenlernen und ihr habt natürlich die Möglichkeit dazu, weil ihr könnt immer jederzeit ins Internet gehen und einfach posten, ey, wir haben euch gesehen bei Newcomer TV, war geil, geile Show, wo seid ihr jetzt das nächste Mal unterwegs und all diese Dinge. Ihr wisst es, auf jeden Fall wichtig, geht zu den Konzerten regionaler Bands. Ich habe eine zweite Band aus Darmstadt für euch mitgebracht und zwar die unglaublichen Jungs von Zwischenmensch. Gut, klingt ein bisschen nach katholischer, religiöser Musik, ist aber weit, 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 weit davon entfernt. Und es hat auch überhaupt eigentlich gar nichts mit zwischenmenschlichen Kommunikationsspielen zu tun. Die Musik, die die Jungs machen, ist eine Art deutscher Post-Hardcore Alternative Rock, ran an die pure Existenz des Menschseins, wollen sie auf jeden Fall Note für Note euch irgendwie, zeigen, euch mitnehmen. Und sie haben uns mitgenommen, ebenfalls im März diesen Jahres in der Musikhalle Portstraße bei einem Konzert mit 4 weiteren Bands. Hier jetzt für euch mit einem hoffentlich riesen Applaus eurerseits. Zwischenmensch. Und ich habe hier Toni, Hannes, Mirko und Matze. Willkommen. Ihr seid angetreten, die Welt zu erschüttern mit deutschsprachigen Post-Hardcore-Alternative-Rock. Wie schwer hat man es in diesem sowieso schon schwierigen Business mit einer so harten Musik das richtige Publikum zu finden? Naja, eigentlich gerade mit der Konstellation sind wir ein bisschen so auf der Deutschwelle doch mitgeschwungen und ich sag mal, es gibt da schwierigere, Musikrichtungen als den deutschen Post-Hardcore. Also das ist gerade eigentlich so ein Trendding mittlerweile. Wir machen natürlich unseren eigenen Twist aber mit, aber... Seid ihr denn so zornige junge Männer, also die irgendwie am Zahn der Zeit hadern und einfach sozusagen ihre Wut in Töne, in Rhythmen packen? Der da hinten ist ziemlich zornig. Nee, also eigentlich sind wir abseits der Bühne ziemlich ausgeglichene Leute, ziemlich liebe Menschen. Auf der Bühne sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus, da willst du eine gewisse Emotion rüberbringen und ja. Ich will fort von hier.
die Schwerkraft aus und fliegt aus dem Kopf heraus. Und der Marsch kommt aus dem Takt hinaus, nur für eine Weile. Ja, ich wander ohne Ziel, gut und schlecht, gibt es nicht viel. Ich bin ein Monster unter Monstern her, nur für eine Weile. Bei mir zu Gast auf dem Sofa Zwischenmensch aus Darmstadt. Könntet ihr euch vorstellen, mit dieser Band euer Geld zu verdienen, euren Lebensunterhalt zu verdienen, oder ist das eine komplette Utopie? Naja, gut, ich könnte es mir gut vorstellen, aber wir sind Realisten, machen alle schon lange genug Musik, um zu wissen, dass man, wenn man eigene Sachen macht, die nicht ganz auf dem Mainstream laufen, wahrscheinlich nicht davon leben kann. Aber wenn es sich die Gelegenheit ergäbe, dann natürlich. Also ich wäre der Erste, der im Turbo sitzt. Viele Kollegen von euch, also andere Musiker und Musikerinnen, lösen das Problem so, indem sie halt in vom Tanz-Kombos, Cover-Kombos bis hin zu Kombos unterschiedlichster Stilart die eigene Songs machen, spielen von Jazz bis Punk. Ist das bei euch ähnlich oder ist Zwischenmensch, ist es die wahre Liebe von vier jungen adretten Männern? Also ich kann ja nur für mich sprechen. Also für mich käme so eine Top-40-Band jetzt das Geld will nicht in Frage, weil ich das einfach, ich cover, das kann gut gemacht sein. Für mich ist das immer so ein bisschen seelenlos. Und ich finde, Musik hat auch ein bisschen was immer mit einem, den eigenen Emotionen zu tun und für das, was man lebt und brennt. Und deswegen ist das, würde glaube ich, dass man auch sofort merken, dass man nicht dahinter steht, wenn man jetzt einen Helene Fischer-Song spielt. Auf Malle. Auf Malle wäre ich dabei, aber vielleicht kein Helene Fischer-Song. Ja.
vergieße. Denn nur die Fotos sind noch echt. Na dann ein Hoch auf Blut vergießen. Nur für alles andere reicht es nicht. Ich weiß, du möchtest mich erstechen. Doch dieses Messer ist nicht zurück. Mit mir stirbt ein kleiner Atem. Und in dir stirbt ein kleines Stück. Ich will doch, ich will doch. Man ist ja sowas wie eine fahrende, musikalische, klingende Firma, wenn man so als Band unterwegs ist. Gibt es bei euch eine Jobaufteilung? Also du bist für die Texte zuständig und fürs gute Aussehen. Du bist für den Zorn zuständig. Du versuchst zu vermitteln zwischen den Fronten. Bei dir, du bist einfach der Jüngste. Und was gibt es sonst noch für Jobs bei euch in der Band? Eigentlich haben wir eine ganz gute Jobaufteilung. Jetzt, um es mal von links nach rechts, der Hannes ist zum Beispiel zuständig für alles, was fährt und mechanisch ist. Ja, also gibt ihm ein paar Zahnräder und dann hat er unseren Tourbus zusammengebaut. Ich bin meistens, wie gesagt, für die Texte zuständig oder auch, wenn es halt um zum Beispiel Videoschnitt geht oder sowas, vor allem das Grafische, kam jetzt aus meiner Hand. Mirko ist hingegen, unser Gitarrist ist hingegen zuständig dafür, dass die Songs eine gescheite Soundqualität haben, also tatsächlich mit aufnehmen und Song schreiben. Ja, und Mats ist einfach jung und gut aussehend. Ja? Ich sag's doch. Jung. Mal klarstellen, ich bin gar nicht der Jüngste, also der Leon ist der Jüngste, aber ich bin das Jüngste, also der am kürzesten dabei ist. Und ich will hier jetzt keine fremden Federn. Gefühlt bist du auch der Jüngste, definitiv. Gefühlt auch der Jüngste und mein Job ist es immer so ein bisschen Chaos noch zu verbreiten, dass das da nicht so strukturiert abläuft. Ihr könnt natürlich jetzt nach diesen fantastischen zwei Bands, über die ihr eine ganze Menge erfahren habt, sowohl in den beiden Interviews wie auch in den Konzertausschnitten, ins Internet gehen, auf die Newcomer-TV-Seite beziehungsweise YouTube-mäßig mal ein bisschen posten, weil da werdet ihr, posten sei schon suchen, natürlich, da werdet ihr nämlich auch zwei weitere Bands von dem Abend im März finden, nämlich auch vielleicht Anna und Vervain. Die haben wir aufgezeichnet in der Folge 30, also das heißt eine Folge vor dieser Folge. Und dann, wenn ihr die beiden Sachen euch nochmal reinzieht, die beiden Folgen, dann habt ihr einen Überblick über das, was da an erstaunlicher Musik
im März stattgefunden hat, rüberkam, von der Bühne runterkam, von der Musikhalle Portstraße Bühne. Ich möchte mich für heute verabschieden von euch. Das war's, euer Seppel von Virus Musikradio bzw. Newcomer TV. Ihr könnt natürlich auf unsere Seiten gehen und uns grüßen und was auch immer. Auf jeden Fall habt einen schönen Herbst, habt einen fantastischen Winter, kommt gut an nach 2019. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und wenn nicht im TV, dann auf jeden Fall am 30. November bei der nächsten Newcomer TV-Nacht in der Musikhalle Portstraße. Ciao, arrivederci, euer Seppel. Tschüss.